charge down each beam to soften targets before detonation. The detonation stage of the projectile is devastating. Targets within 15 meters of the flashpoint are not likely to survive. While not recommended for small quarter combat, the BFG 9000 is ideal in the field and against multiple targets. The only foreseeable defense is small arms ballistics. If the projectile is destroyed before exploding, the computer core cannot process the final fusion reaction, resulting in a less than optimal detonation. For more information, contact the UAC's Advanced Weapons Department. Ja, ja, die BFG, das ist schon eine recht starke Waffe. Aber mich wundert immer noch, hätten wir die nicht schon längst bekommen müssen? Oh, oh. So, ich glaube, das sieht nach... hier, nach... Welcome to the Mess Hall. Alter! Ach du Schande! Was war denn das? Jetzt Schönes. Ja. Ich hab noch nicht mal die BFG. Ich hab ihn besiegt, jawohl! Klasse! Super! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ihn erledige. Jetzt hab ich die BFG. Yeah! Alter, das war Sarge. Oh Mann. Hier wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ihn doch so schnell noch erledigen kann. So. Okay, jetzt hole ich mir erstmal noch Zeugs, was hier noch so rumliegt. So, habe ich jetzt Sarge eigentlich gestoppt? War das Sarge? Ich muss das Zellenportal finden. Na, prima. Aber erstmal hole ich mir hier noch ein paar Sachen ab. Was ist denn das für... Gott, was ist denn das für eine... Igitt. Vor allem so ein Roboter-mäßig. Boah. Nein? Okay, da muss ich dann lang. Wäre noch so ein Adrenalin-Ding gewesen. Aber ich wusste wahrscheinlich beim ersten Mal gar nicht so, was abgeht. Und deswegen habe ich dann doch so ein bisschen gezögert. Aber beim zweiten Mal ging es jetzt eigentlich ziemlich gut. Würde ich meinen. Das war der Wächter vom Suez Cube wesentlich schwieriger. Habt ihr sicher mitgekriegt. Ich hab einen Schatten. Yeah. Ah, 25. Jawohl, mein Lieblingswäffchen. Oh. Das sieht irgendwie nicht so gut aus, ne? Oh. Ich erinnere mich an die Pumpenstation-Level. Irgendwie, die war nicht so mein Fall. Jetzt hier einen auf Rohrkriecher machen? Nee. Ich muss auf das Rohr? Mal gucken. Und jetzt da, auf das hier. Super. Schafft,
irgendwie habe ich ein mieses Gefühl gerade. Ich habe ein mehr als mieses Gefühl. Ich weiß, ich habe gerade den Sarge getötet. Also. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach oben, ne? Exit Main Processing und zu Side 3. Na denn. Machen wir das Ganze mal. Analysis Facility. Na dann. Werden wir mal gucken, was uns das all, was uns das Schöne hier, also was uns hier erwartet. Hier wäre auch eine Armstation gewesen. Hell Knight. Man muss natürlich auch treffen. Nicht so ziellos vorbei. Ja, finde ich sehr gut, dass er mir jetzt gerade zur Verfügung steht. Und vor allem, ich habe nichts verloren an Energie oder sowas. Wow, Wahnsinn. Okay. Buah. Das sieht da mal richtig ekelhaft aus. Ich nehme mal wieder die... Ich nehme hier lieber die... Was kommt hier? So einer, okay. Ich muss ja hier nochmal hin zurück. Ich weiß ja, dass da eine Heal Station ist. Und da würde ich denken, benutze ich mal die Heal Station noch nicht, sondern erst dann, wenn es notwendig ist. Zumal ich ja wirklich noch den Zeus Cube habe. Und hier haben wir ja noch, nein. Warum komme ich hier nicht rein? Auf jeden Fall sind die Geräusche nicht sehr gut, aber aus irgendeinem Grund komme ich da nicht rein. Was kommt da jetzt Schönes? So, der wäre erledigt. Entschuldigung, vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen gerade mit Kanonen auf Spatzen gefeuert. Aber es sind ja die dämlichen Fässer. Ja, und wenn die mich erwischen, bevor ich die erwischen, dann ist es eine Garage. Mann, warum sind hier überall Heal Station? Ich mache immer die Fässer erstmal lieber vorher unschädlich, bevor sie mich unschädlich machen können. Sirs? Hallo? Ich will da den Zer noch. Hallo? Warum krieg ich den nicht? War das ein 50er oder ein 25er, Sir? 25er. Na, bleiben wir bei der hier.
und mal zwischenspeichern, die Garage hier. Oh. Ach, du kommst von hinten auch noch an. Na, was ist denn das hier für ein Müll? Autsch, verdammt, immer das, dieses Nachladen dann. Ich glaube, jetzt werde ich sie doch mal benutzen. So. 85, denke ich, ist okay. Ich habe die Vermutung, dass ich sie später noch brauchen werde. So, und damit. Was machen die hier mit diesen Armen, der... Ach, hier wird versucht, irgendwas aufzumachen. Oh, ein Hell Knight. Autsch. Ich glaube, das gehört jetzt zur Abwechslung doch der Zeus Cube. Denn ich glaube, sonst hätte es böse ausgesehen. Yeah, und Cells. Juhu. Schickimicki, schickimicki. Schick, schick, schick. Jawohl. Und, ja, will bloß mal gucken. Der versucht hier aufzubrechen. Hm, warum? Komisch. Hier steht noch der Müwisch, der Mischwopp. Der Mischwopp, Mischwopp, Wischwopp rum. Ach ja, oh, ja, sorry, dass es gerade so ein bisschen, Entschuldigung, dass es hier gerade so ein bisschen durcheinander abläuft und ich nicht viel erzählen kann, aber ihr habt ja gerade gesehen, ich bin doch ein bisschen überrascht worden. Sagen wir es mal so. Ziemlich stark überrascht worden. Na, ich hätte es mir im Prinzip denken können, dass hier jetzt was abläuft. Also, so gesehen nicht überrascht, aber ich musste mich ja doch ein bisschen konzentrieren. Boah, und wieder solche Kerzen, solche religiöses Gelumpezeugs. Boah, nee. Müssen wir mal noch ein bisschen Armor holen. Oh nö. Haben wir nicht noch Raketen? Autsch. So. Okay, wir lassen jetzt erstmal hier die Tür noch zugehen. Ich sehe doch da unten jemanden. So. Erstmal mal alles explodieren lassen, bevor ich explodiere. Und dann war's das nämlich auch schon wieder für dieses Mal. Und
Wir sehen uns bei einer neuen Runde wieder auf dem Mars. Bis dahin. Ciao.